Hallo YouTube. World of Warships hat wieder neue optische Leckerbissen hier rausgelegt in Form von Screenshots, die wir uns diesmal ein bisschen genauer angucken wollen. Also alle, die die Optik von World of Warships mögen, werden nach diesem Video die Optik von World of Warships noch mehr mögen. Da bin ich mir relativ sicher. Es wurden Karten überarbeitet, die Wasserphysik wurde weiter verfeinert, detaillierter gemacht und ein paar Sachen mehr. Also bis gleich. Hallo Seekräuter und hallo Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich bin's, euer Andi, und ich hoffe, euch geht's gut. Und wir wollen in diesem Video uns ein bisschen mit der Optik in World of Warships beschäftigen. Wir haben es ja schon erlebt in diesem Jahr, dass eine neue Karte in World of Warships hinzugefügt wurde mit den Färöer-Inseln. Und soweit ich informiert bin und ihr sicherlich auch informiert seid, gibt es demnächst noch eine weitere Karte in World of Warships, die neu hinzugefügt wird. Ja, aber erst im wahrscheinlich vierten Quartal 2022. Ich denke, vorher brauchen wir damit nicht rechnen. Aber sie machen nicht nur das, sondern sie überarbeiten auch bestehende Karten. Nun kann man ja von World of Warships so ein bisschen denken, wie man das möchte. Ist ja ganz klar, jeder hat seine Meinung dazu. Aber ich denke, ihr pflichtet mir schon bei, dass optisch World of Warships sich gigantisch entwickelt hat in den letzten Monaten und eigentlich auch Jahren, muss man schon sagen. Ja, auch mit der Einführung des neuen Wassers und auch der Einführung der neuen HD-Texturen, die sie jetzt zum Beispiel bei Zwei Brüder schon mit dabei haben. Und auch ein paar andere Karten sind ja schon bedacht worden. Die Karte Falle zum Beispiel oder Gefahrenherd sind ja auch schon überarbeitet worden. Ist diese Karte zum Beispiel mit diesem Vulkan, der da immer wieder ausbricht und so weiter. Und jetzt kommen eben weitere Karten dazu, die sie jetzt überarbeitet haben wollen. Einmal sehen wir hier die Karte Mündung. Das ist eine Karte, wo wir häufig mit T6 bis T8 Schiffen drauf landen, wo in der Mitte diese längliche Insel ist, die quasi die Gegner voneinander trennt. Die soll jetzt so aussehen, hier mit so einem eindrucksvollen Sonnenuntergang, denke ich jetzt mal, ist das. Und ja, ist eine meiner persönlichen Karten, die ich sehr mag. Also die finde ich eigentlich richtig, richtig angenehm, da immer wieder Gefechte zu fahren, gerade auch mit der Insel da in der Mitte. Aber es ist nicht die einzige Karte, die überarbeitet wird, sondern es geht auch weiter mit der Gebirgskette. Die Gebirgskette wird auch wieder angepasst. Die haben übrigens da auch an der Darstellung der Vegetation nochmal gearbeitet und so weiter. Also das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingskarte, die Gebirgskette, aber auch da, ja, Optik nimmt man natürlich immer ganz gerne mit. Alles, was irgendwo dafür sorgt, dass man sich mehr hineinversetzt fühlt, finde ich persönlich immer relativ gerne willkommen. Das hier ist die Karte Norden. Eine Karte, die ich persönlich mag, also die ich jetzt nicht so, ja, problematisch irgendwie finde. Also man hat ja immer so Lieblingskarten, ne, wo man sich irgendwie prinzipiell so, oh cool, hier fühle ich mich eigentlich gar nicht so unwohl. Und dann gibt es wieder so Karten, die man nicht nur mag, ne, Okinawa zum Beispiel und so. Also das ist hier die Karte, die ich jetzt zum Beispiel nicht so feiere. Aber Norden finde ich gut. Und wir sehen hier vorne schon was jetzt neu hinzukommen wird. Und zwar nicht nur auf der Karte Norden, sondern auf allen Karten, die HD-Texturen bereits haben, die werden jetzt in Zukunft auch einen Brandungseffekt bekommen. An bestimmten Stränden, weil kommt ja auf die Windrichtung so ein bisschen drauf an und so weiter. Ne? Also hier mal den Blick. Dann haben wir die Karte Meerenge. Ja, das ist eigentlich eine Karte, die man so im mittleren Bereich findet. So T4, T5, T6 Gefechte gibt es da oft. Seht ihr auch ab und zu im Stream. Da sind wir jetzt ja neulich erst im Livestream auf der Karte noch gefahren. Gut. Da gab es jetzt schon HD-Texturen, die sie jetzt nochmal, ja, verbessert haben in dem Sinne. Und dann geht es schon weiter mit den Nordlichtern. Und bei den Nordlichtern, da wird jetzt nicht nur die Karte an sich gemacht und die Baumtexturen und so eine Sachen, sondern eben auch einen Nordlicht-Cheddar hinzugefügt, der diese Sachen dann nochmal so ein bisschen, ja, besonderer wirken lassen soll. Wie ihnen das gelingt, das können wir natürlich erst dann beurteilen, wenn wir dann auch im Gefecht sind, also auf dieser Karte einfach sind. Ne? Auch hier sehen wir jetzt wieder diesen Welleneffekt, diesen Brandungseffekt, der da entsteht. Und jetzt fragt man sich vielleicht, naja, brauchen wir denn diesen Brandungseffekt unbedingt? Also, wie ich initial schon sagte, natürlich brauchen wir den jetzt nicht unbedingt, um bessere Gefechte zu fahren. Ja? Und das ist sicherlich auch ein großes Problem in World of Warcraft, die Gefechte irgendwie immer kürzer werden und so eine Sachen. Aber wenn ich schon ein schlechtes Gefecht habe, dann sage ich mir, dann habe ich sie mindestens auf einer schönen Karte. Naja, ist ein bisschen Ironie dabei, ihr versteht mich schon, aber
Ihr wisst, wie ich es meine, denke ich. Ich persönlich von der Optikabteilung, von der Grafikabteilung bei World of Warships bin ich immer wieder begeistert. Und was man jetzt hier auch wiederum sieht, ist auch hier wieder die Karte Norden, soweit ich das einschätze, ist, dass der Bereich hier der Insel überarbeitet wurde. Wir haben nämlich hier, wenn ich das richtig sehe, haben wir hier auf der Ecke einen Cap. Und hier ist ja eigentlich der andere Cap, ne? Wo wir ja hier auch diese Insel haben, wo die Zerstörer sich regelmäßig hinter verstecken. Wir sehen auch, dass hier die Ecke ein bisschen breiter geworden ist. Wenn ich mich jetzt nicht total vertue, ne? Weil hinter den Inseln, da gibt es dann immer gerne, ist eigentlich dieser Bereich, wo es heißt, die Schlachtschiffe sollen da nicht durchfahren, ne? Dieser besondere Bild, was man ab und zu mal sieht. Und ich glaube, dass das aus dieser Perspektive so rüber fotografiert ist. Und wir sehen jetzt halt hier auch Brücken eingesetzt und so eine Sachen. Und vorher konnte man mit dem Zerstörer relativ einfach hier rumfahren oder mit dem Schiff im Allgemeinen. Hier rechts davon müsste eigentlich auch nochmal so eine Insel sein. Und auch dieser runde Kuppel, wo auch hinter immer gerne so ein bisschen gestanden wird, um sich quasi zu einer Seite so ein bisschen zu covern. Und da haben sie jetzt hier so kleine Inseln mit Brücken davor gesetzt. Bin mal gespannt. Also die Karte Norden haben sie auf jeden Fall offensichtlich ein bisschen deutlicher, unterscheidbarer gemacht als die Karte Nordlichter. Norden und Nordlichter, das war ja immer relativ ähnlich. Ja, da war bloß so ein bisschen von der Optik her, von der Atmosphäre her so ein bisschen anders gemacht. Aber die Inselanordnung ja, war ja schon fast identisch. Bei dem einen gab es einen Kanal in der Mitte durch, bei dem anderen eben nicht. Naja, müssen wir mal gucken. Finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant hier auch. Dieses Foto finde ich einfach schön. Also ich mache einfach mal weiter, weil da kommt noch was, was ich euch noch zeigen möchte. Hier ist die Brandung nochmal aus der Nähe gemacht. Okay, Brandung haben wir jetzt schon ein bisschen gesehen. Wir springen mal noch weiter. Denn, und das ist so eine Sache, da freue ich mich ein bisschen drüber. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Wir haben jetzt eben nicht nur hier diese verbesserte Gischt vorne an den Schiffen dran. Das haben wir ja schon längere Zeit. Und auch die Kiellinie ist ja vor einiger Zeit schon verbessert worden. Sondern jetzt werden die Wellen, die wir durchbrechen, also das Wasser, was wir durchbrechen, auch in Wellen physikalisch korrekt her, nicht hundertprozentig korrekt sicherlich, aber korrekter dargestellt, sodass wir auch wirklich die Wellen dann aufs Festland treffen und sich da wohl auch brechen sollen. Genauso wie verschiedene Bugwellen verschiedener Schiffe und so weiter. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich rüberkommt, wenn man im Gefecht dann unterwegs ist. Also verdrängtes Wasser eben, ne? Also da gibt es noch ein weiteres Bild, wo man das hier besser sehen kann. Ich hatte das hier schon immer so ein bisschen gesehen und hatte dann für mich so teilweise auch innerlich so gedacht, ja, cool, wäre doch schön, wenn jetzt hier auch noch diese Welle so ein bisschen brechen würde. Und jetzt kommt sie dann dazu. Ja, jetzt kommen sie ins Gefecht rein und wird integriert. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wirkt. Jetzt bin ich auch gespannt, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet. Ja, World of Warships hat auch noch ganz andere Baustellen, aber die Optikabteilung, ihr wisst ja, das ist alles in Abteilungen eingeteilt, bei denen der eine kümmert sich vielleicht um den Matchmaker und der nächste kümmert sich um die Schiffsmodelle, der nächste um die Kartenmodelle oder um, weiß ich nicht was. Es gibt ja immer zugeteilte Aufgabengebiete. Aber ich denke, dass man hier gut sagen kann, Optik ist auf jeden Fall ordentlich gelungen, aus meiner Sicht. Bin jetzt gespannt, was ihr davon haltet. Wie findet ihr diese optischen Verbesserungen? Haltet ihr die überhaupt für sinnvoll? Oder sollten sie lieber mal Personal so ein bisschen in verschiedene Abteilungen hin und her schieben, um einfach mal zu gucken, dass man da schneller bei anderen Sachen eine Lösung findet? Schreibt mir halt gerne konstruktiv oberhalb der Gürtellinie unterhalb dieses Videos. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr unseren Kanal mögt und dieses Video toll fandet, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, Glocke drücken. Nicht vergessen, dass ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen und dann hören wir und sehen uns dann auch wieder im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal oder bei Livestreams auch gerne bei Twitch vorbeischauen. Bis dahin, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.